Herzlich willkommen zu einem weiteren Update. Leute, es wird momentan wirklich sehr, sehr interessant für den Bitcoin, denn morgen könnte uns aufgrund der Wirtschaftsdaten eine erhöhte Volatilität hier erwarten. Wir haben zusätzlich noch enorm wichtige News zu dem Thema BUSD, Binance und Paxos, was wir uns hier natürlich ansehen werden. Und wir gehen durch, was das Ganze hier jetzt für Binance und den BUSD Stablecoin hier bedeutet. Zusätzlich natürlich der Wirtschaftskalender, den wir uns ebenfalls anschauen, der zeigt uns, dass wir morgen definitiv extrem wichtige Events haben. Und das könnte natürlich dazu führen, dass wir hier eine erhöhte Volatilität sehen könnten. Also bleibt hier unbedingt bis zum Ende dran, damit ihr unbedingt auf der sicheren Seite seid und hier auf alle Szenarien vorbereitet seid. Wir starten jetzt allerdings direkt hier mit dem Bitcoin-Preis. Was ist denn hier auf den Charts passiert? Es ist eigentlich das passiert, wovon wir in den letzten Videos gesprochen haben. Wir hatten ja hier unser Ascending Broadening Wedge, aus dem wir hier nach unten hin ausgebrochen sind. Wir hatten ja hier an dieser Stelle ein kleines Fakeout hier drüber. Wurden dann aber hier relativ schnell auf dem 4-stündigen Chart abverkauft. Ich hatte euch gesagt, sollten wir diesen Punkt hier bei 22.500 US-Dollar nach unten hin durchbrechen, erst dann bitte möglicherweise eine Short-Position eingehen. Und wir sehen, als dieser Support durchbrochen wurde, hier wurde der kurz gehalten, haben einen kurzen Bounce gesehen, dann wurde dieser Support durchbrochen und wir haben hier einen enormen Abverkauf gesehen und haben jetzt hier das Preisziel von diesem Ascending Broadening Wedge auf den US-Dollar genau erreicht. Das Preisziel lag hier in etwa 21.380 US-Dollar. Allerdings wird das Ganze nochmal interessant hier einmal auf dem Daily Chart, denn hier hatten wir ebenfalls ja besprochen, dass wir hier bei unserem RSI an dieser Stelle ein bearishes Crossover hatten und dass wohlmöglich ein Abverkauf folgen könnte. Das war genau an diesem Punkt, wo wir auch diesen aufsteigenden Widerstand hier besprochen haben. Und hier wurden wir an diesem Widerstand hier abgewiesen. Und mit diesem bearischen Crossover bei diesem RSI wurden wir jetzt abverkauft. Der wichtige Support von 22.500 US-Dollar, den wir auch hier auf dem Daily Chart hatten, wurde nach unten hin durchbrochen. Und wir sind auf die nächste Supportzone hier bei 21.500 US-Dollar gefallen. Sollte man jetzt den Bitcoin verkaufen oder shorten? Meiner Meinung nach, Leute, erstmal natürlich nicht. Denn wir haben hier immer noch das Potenzial, dass es sich hierbei um ein Inverse Head and Shoulders hier handelt, was wir ja besprochen hatten. Dafür haben wir die linke Schulter schon gebildet, den Kopf gebildet und sind jetzt dabei wohlmöglich, die rechte Schulter zu bilden. Das heißt, sollte dieser Support halten und wir es schaffen, hier diesen vorherigen Support beziehungsweise den jetzigen Widerstand von 22.500 US-Dollar nach oben zu durchbrechen und natürlich diesen wichtigen aufsteigenden Support nach oben zu durchbrechen, könnten wir hier eine bullische Wendung sehen. Warum das Ganze? Weil wir auch natürlich hier auf dem Daily Chart ein Golden Cross haben. Wir hatten zwar dieses Golden Cross an dieser Stelle, wurden jetzt abverkauft. Das Ganze hatten wir ebenfalls aber besprochen. Ich hatte euch ja gesagt, es das heißt nicht, dass wir jetzt direkt einen Preisanstieg sehen, sondern historisch gesehen haben wir in der Regel nach einem Golden Cross einen Preisanstieg gesehen und dementsprechend haben wir dieses Potenzial natürlich immer noch. Doch wir könnten immer noch einen wichtigen Abverkauf sehen. Warum das Ganze ist, könnte natürlich noch ein Black Swan Event folgen. Und das schauen wir uns jetzt hier einmal gemeinsam an. Und zwar sehen wir hier, SEC erwägt Klage gegen BUSD-Betreiber Paxos. Jetzt wundern sich wahrscheinlich viele, warum BUSD-Betreiber Paxos. Das wird hier in diesem Bericht nochmal erklärt. Das verstehen wir. Hier sind ganz kleine. Hier ist es einmal sehr schön zusammengefasst und das gehen wir einmal hier zusammen durch. Und zwar laut Berichten des Wall Street Journal bereitet die US-Börsenaufsicht SEC derzeit eine Klage gegen den Stablecoin-Betreiber Paxos vor. Ihnen wird vorgeworfen, mit der Listung des Binance Stablecoins BUSD ein unregistriertes Wertpapier anzubieten. Das heißt, es wurde noch keine Klage gestartet, sondern die SEC erwägt eine Klage, das ist auch wichtig in diesem Punkt. Das heißt, es gibt noch an dieser Stelle keine Klage. Demnach herrscht natürlich ein wenig Panik auf den Märkten. Allerdings muss man sagen, der Bitcoin hält sich trotz dieser News hier
immer noch sehr, sehr gut. Demnach hätte Paxos anonymen Quellen zufolge bereits einen Brief von der Behörde erhalten, in dem mit möglichen Durchsetzungsmaßnahmen gedroht wurde. Wie Binance in einem Statement mitteilte, beobachte man die Situation derweil und betonte, dass Paxos für die Herausgabe und den Betrieb des Stablecoins verantwortlich sei. Also hier sehen wir, Binance hat direkt nichts mit dem BUSD zu tun, sondern Paxos an dieser Stelle ist dafür zuständig für die Herausgabe und den Betrieb des Stablecoins. Das heißt, für die Herausgabe und dazu zu sorgen, dass der Stablecoin natürlich mit dem US-Dollar hier gebackt ist und natürlich auch immer wir einen Pack zu dem US-Dollar haben. Neben dem offiziellen Stablecoin von Binance betreibt das Unternehmen auch andere tokenisierte Produkte, darunter Paxos Gold, das an den Wert des Goldkurses geknüpft ist. Die SEC fertigt mit den möglichen Maßnahmen gegen den Stablecoin-Betreiber ihren zuletzt strengen Regulierungsstil im Punkto Kryptowährungen. Jüngst strafte die Behörde die Kryptobörse Kraken wegen angeblicher Verletzung des Börsenrechts ab. Kraken habe demnach mit seinem Staking-Programm nicht registrierte Wertpapiere angeboten, also die SEC. Also was hier jetzt natürlich die Gefahr ist, wir werden definitiv eine Regulierung bei den Kryptobörsen sehen. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass das Ganze folgen wird. Was mir allerdings hier ein wenig Sorgen bereitet, ist, dass hier natürlich das Staking-Programm in den USA, wenn dies in den USA gebannt wird komplett, dass wir dort nochmal mehrere Krypto-Companies sehen könnten, die natürlich kollapsen und dadurch ein weiteres Black Swan-Event entsteht. Genau wie hier natürlich an diesem Punkt, wo wir diesen massiven Abverkauf hier gesehen haben. Hier zum Beispiel aufgrund von FTX. Und das Ganze könnte uns hier natürlich im schlimmsten Fall nochmal erwarten, wenn wir natürlich hier diesen wichtigen Support von 21.500 US-Dollar nicht halten können. Dann könnte ich mir vorstellen, dass wir hier nochmal in diese Zone, in die Region von ca. 16.000 US-Dollar im Worst-Case-Szenario laufen könnten. Wichtig noch, was morgen ansteht. Morgen 14.30 Uhr deutsche Uhrzeit. US-Verbraucherpreisindex exklusive Nahrungsmittel und Energie, einmal der Jahreswert und der Monatswert natürlich. Hier sehen wir vorheriger Wert 5,7%, Prognose 5,3% und hier beim Monatswert 0,3%, vorher Prognose 0,4%. Sollten wir hier natürlich jetzt größere Differenzen an dieser Stelle sehen, wird das natürlich für erhöhte Volatilität auf den Märkten sorgen. Deshalb seid hier definitiv vorsichtig mit großen Long-Positionen oder mit Long- oder Short-Positionen mit größeren Hebeln. Dann dort könnte es sein, dass ihr, wenn ihr einen großen Hebel habt, dass ihr aufgrund dieser Volatilität dann ruckzuck hier liquidiert werdet. Also zusammengefasst sitzen wir hier mit dem Bitcoin jetzt auf einem extrem wichtigen Support-Level. Dieser Support muss gehalten werden für ein bullisches Szenario, sollten wir unter diese 21.500 US-Dollar fallen. Und hier drunter natürlich eine Daily Kerze schließen, also hier unter 21.300 US-Dollar, wenn wir es genau nehmen, dann wird das Ganze nochmal gefährlich und wir könnten hier eine weitere Korrektur sehen. Das war es auch schon mit dem heutigen Update. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann würde ich mich natürlich sehr darüber freuen, wenn ihr diesen Kanal abonniert und aktiviert hier ebenfalls die Glocke, damit ihr keine weiteren Updates verpasst. Gebt diesem Video auch ein Like, dauert nur eine Sekunde und pusht natürlich den Algo und ihr unterstützt meinen Kanal damit. Und für alle diejenigen, die natürlich aktiv traden, es gibt noch hier bei meinem Partner BitGet mit meinem Link einen Ersteinzahlungsbonus von bis zu 5.000 US-Dollar gratis. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Abend, bleibt alle gesund und bis morgen.